Der Uwe ist da. So, hier beim... Richtig, guck mal, das ist ein Empfang, wo du sagst, das reicht ja im Prinzip auch. Das wie bei mir. Ne? Vier Leute stehen da, ne? Von RR Geil. Mit Pilz in der Heute bin ich beim TSV Schloss Ricklingen. Ja, die Königlichen der Kreisliga. Und die haben richtig geile Anlage, ne? Guck mal hier. Ein Kreisliga-Teppich. Auslegbare. Junge, ein Kreisliga-Teppich. Ganz im Ernst, ey. Da war ganz schön viele Löcher für einen Teppich drin, sag ich mal so. Da. Wie willst du denn hier spielen? Aber auch massiv, muss man sagen. Also das hat schon was. Das ist, da kannst du dann hier Schranken noch davor machen. Dann ist das gleichzeitig die Mannschaftssauna. Also die denken hier schon mit, ist ja auch Schloss Ricklingen, ne? Und nicht Bruchbude. Erstmal ein Frische. Ja, so, guck mal hier, jetzt sind wir hier. Das ist Apollo, ne? Also Apollo ist hinter der Zapfe. Marc! Oder hat man top gezapft, guck mal. Marc! Das ist super. Ist alle. Nee, ist schön. Wunderbar. Ich habe ansonsten auch noch bei mir in der Tasche habe ich noch so ein Duschgel. Da können wir auch einfach ein bisschen Wasser drauf, da kommt genauso viel Schaum raus. Das schmeckt dann auch ähnlich. Der Apollo, ne? Kommt im grünen DFB-Trikot. Kann man ja noch machen. Ist BVB-Fan und steht an der Felddiensttanke, wo er war in Stefan. Keine Werbung, war weil zu viele Marken. Was ist denn jetzt der Klausi? Und der Klausi. Der Saufpokal von dem Turnier. Das ist er. Ne? Das ist hier die größte... Das ist die größte Errungenschaft, ja. Der die größte Errungenschaft. Der Zapfernsieg beim Gerümpelturnier 2022. Gerümpelturnier in Nersen. In Nersen, da muss man sagen, da ist, sag mal, da ist der Euro, ist ja gar nichts dagegen. Ja. Wenn du den geholt hast, Alter, dann kannst du eigentlich kannst du Karriere an den Nagel hängen. Da haben wir 136 Meter getrunken. Wie 136 Meter? Also ihr seid 136 Meter gelaufen, ihr habt einen Pilz getrunken, seid ihr fertig oder was? Du hast ja einen Meter Bier, wo 11 Bier drin sind. Und davon 136 Stück mit 26 Mann. Also wir hatten den Tag um die 8 Liter Bier. Ja, das ist bei uns, ja. Ja, zum Frühstück. Zum Frühstück. Und jetzt musst du einmal deinen Namen nochmal sagen. Noch mal. Christian Werner. Christian Werner. Aber ich erkläre dir jetzt, angenehm. Dass ich dazu gekommen bin. Nö, angenehm. Mein Name ist Mutombo. Was sagst du heute, was tippst du? 3-2 für Deutschland. 3-2? Ja. Wer soll denn die zwei Buden bei der Schweiz machen, bitte? Sag mir das mal. Er spricht jetzt nur Spanisch, ne? Und ich Spanisch. Ich bin Englisch not. No English. Was heißt Wildgans auf Spanisch? Da muss einer sagen. Hansi Flick. Groß? Hansi Flick. Du bist immer und überall. Die Dame für alle Fälle, sozusagen. Pass auf, Sammy, wenn ich nachher ein Problem habe. Wir sehen uns später. Nein, aber bin gespannt. Ey. Guck mal, oh, jetzt komm, jetzt habe ich einen eigenen Becher. So weit ist es jetzt. Uwe TSV. Und so ein. Also wenn ich den jetzt richtig umhalte, ist der Becher leer. Apfelsaftschorle ist echt super. Ja, total, hätte ich gar nicht gedacht. Das ist von dir. Ja, das ist toll. Dankeschön. Prost. Gut, schnelle Tipprunde, was sagst du heute? Schweiz-Deutschland, komm. Machen wir ein glattes 4-0. Schweiz, Deutschland. Wir spielen zu Hause 4-0. Ich spiele doch nicht zu Hause heute. Natürlich spielen wir zu Hause. Ja, aber ich spiele also Auswärtsspiel. Auswärtsspiel. So, sag an, dein Tipp heute. Oder wer spielt denn eigentlich? 2-1 für Deutschland. Stark. 3-1 für Deutschland. Wer macht die Buden? Musiala 1. Fülle, wenn er reinkommt. Fülle, guck auf Musiala. Tipp, ein gepflegtes 3-1. Ich glaube, das wird ein gutes 3-1 für Deutschland. Ne, wenn man jetzt auch mal so die Aufstellung macht, ne? Also wenn man jetzt sagt, Deutschland spielt, sag ich mal so, ne? Hier hinten hast du eine schöne Viererkette rein. Ne? So, dann ist hier die Schweiz. So. Na, was ein Glück. Haben wir gerade Handyvideos geguckt. Ich bin gerade vor so wie so ein 13-Jähriger, Alter.
Mann, ey, mein Ritz. Jetzt guck deine Nummer an. Ja klar war es abseits, hätte er mal pfeifen müssen, wie vorhin auch. Nee, er muss erstmal die Stelle ziehen, weil wir müssen uns auf den Keller angucken. Ja. Das ist ja unglaublich. Das sehe ich auch nicht. Was hältst du bis jetzt vom Spiel? Er ist Kacke. Kacke? Was willst du besser machen? Was würden wir besser machen? So? Das sind ja die Schweizer, ne? Die drücken. Ja. Für Krug mit Bier. Wir werden König, wir werden König von Europa. Das ist für Krug mit Bier. Wir werden König von Europa. Krug mit Bier. Ja, und das hat am Ende natürlich auch geklappt. Der Fülle macht die Bude. Wir spielen 1-1 gegen die Schweiz. Gruppensieger, die Euro 2024 geht weiter. Vielen Dank an TSV Schloss Ricklingen. Das war richtig geil bei euch. Soll ich bei euch auch mal vorbeikommen? Schreibt mir doch mal und vor allem Kanal jetzt abonnieren. Und denkt immer dran, Durst ist schlimmer als ein Zweikampf. Tschüss!